Meine Eltern heiraten 1967 und zur Zeit des Prager Frühlings 1968, der ja nicht nur im Frühling war, sondern sich länger hinzog, war meine Mutter als junge Frau natürlich gerade Erstgebärende. Sie hat mich bekommen im Mai 68 und ist mit mir zur Erholung zu ihren Eltern ins Erzgebirge gefahren und hat da nicht ganz so viel mitbekommen vom Prager Frühling. Mein Vater, der übrigens in der Wismut gearbeitet hat als Steiger, war damals im Tharandter Wald. Und im Tharandter Wald sind tatsächlich auch die Russen dann aufmarschiert. Insofern hat er das auch gesehen, was da passiert ist. Im Radio und im Fernsehen hat man erst relativ wenig mitbekommen. In der Nähe vom Tharandter Wald, wo mein Vater sich auch gerade befand, gab es das Schloss Grillenburg. Und im Schloss Grillenburg haben sich damals die ganzen kommunistischen Größen getroffen. Man hatte sich damals gewundert, warum da so viele Karossen vorgefahren sind, wusste das vorher nicht. Aber die haben sich damals getroffen, um zu vereinbaren, dass sie ihren tschechischen Brüdern zur Hilfe kommen, um diesen Aufstand niederzuschlagen. Meine Eltern haben damals wirklich gedacht, es wird Krieg geben, weil meine Mutter, das hatte sie dann mitbekommen, hat die russischen Flieger gesehen übers Erzgebirge, wie sie dann eben Richtung Tschechien geflogen sind. Mein Vater hat die Transporte der Raketen damals gesehen. Ja, und da hatten sie natürlich schon Angst und dachten, es wird Krieg geben. Anfang der 70er hat mein Vater im Meliorationskombinat in Potsdam angefangen zu arbeiten. Man hat ihn damals auch gefragt, nach einer gewissen Zeit, ob er die Betriebsleitung übernehmen möchte, aber dafür hätte er in die Partei eintreten müssen. Und das wollte er nicht, das hat er nicht getan. Er wollte sich eigentlich schon immer selbstständig machen. Irgendwann, 74 muss das gewesen sein, hatte er auch nachgefragt wegen einer Selbstständigkeit. Und da hat man ihm klar bedeutet, wir haben den Kapitalismus gerade abgeschafft, wir setzen uns keine neuen Filzläuse in den Pelz. Und damit war das Thema erstmal erledigt. Als ich in den Kindergarten gekommen bin, war natürlich Honecker immer präsent, genauso in der Schule. In der Schule hing überall natürlich ein Bild von Erich Honecker. Wir haben Staatsbürgerkundeunterricht gehabt, 7., 8. Klasse. Und in der 8. Klasse sollten wir einen Aufsatz schreiben über den Unterschied Sozialismus-Imperialismus. Natürlich mit dem Duktus, der Sozialismus wird siegen und ist das bessere Modell. Ich hatte in diesem Aufsatz ziemlich klar durchdekliniert, was alles gut ist am Kapitalismus, was dadurch auch Gutes hervorgebracht wird. Aber natürlich zum Schluss deutlich gemacht, der Sozialismus wird gewinnen, weil das die bessere Gesellschaftsform ist. Und für diesen Aufsatz habe ich damals eine 1+ bekommen. Und das hat mich persönlich so entsetzt, dass man durch das Verdrehen der Wahrheit in diesem Staat vorwärts kommt und nicht durch die Wahrheit. Und das hat bei mir was ausgelöst, was deutlich machte, in diesem Land will ich nicht bleiben. Daraufhin habe ich versucht, meine Eltern zu überzeugen davon, einen Ausreiseantrag zu stellen. Mein Vater hatte Verständnis dafür, aber er wollte seine Mutter nicht alleine lassen.